Hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen Mistake an. Ich bin ein bisschen erkältet, also von daher nehmt es mir nicht übel, dass ich ein bisschen komisch klinge. Mistake ist so ein kleiner Indie-Titel, so ein Action-Adventure-Shooter-Mix. Und ja, kostet aktuell nur 80 Cent, haben wir kostenlos im Moment wieder gekriegt. Und ja, wir schauen mal rein, was es kann. Zumindest habe ich schon mal kein Audio. Oh, es gibt noch keins. Exo, find us some energy crystals. Energiekristalle finden, okay. Okay, wir sammeln Energiekristalle und müssen wilde Tiere betäuben. Verstehe. Ja, also es sieht gar nicht so übel aus. Aber es ist wahrscheinlich so ein Arena-Ding. Man hat hier eine kleine Karte. Und ja, hier gehen dann die Tiere auf den Sack und man muss halt diese Kristalle finden. Oben läuft ein Timer ab. Doppelter Schaden. Aha. Ja, ist also nicht übel für zwischendurch mal ganz kleines Wünschen. Tiere einschläfern. Das geht schon. Ist halt volle Kanone, Polygon-Grafik. Ah. Fettes Polizeiautogebiet abgesperrt, weil wir als Alien ja brandgefährlich sind und alle Tiere einschläfern. Achievement gibt's, wir haben jetzt 400 Punkte Achievement gekriegt. Wahnsinn. Aber wie gesagt, für 80 Cent habe ich jetzt nichts Großes, Bahnbrechendes erwartet, aber ich bin überrascht, dass es sich gut steuern lässt und gar nicht so übel aussieht. Ja. Jetzt bin ich fast unantastbar mit meinem Superkanon hier. Oh ne, jetzt ist es wieder normal. War nur zeitlich begrenzt. Na, wo sind noch ein paar Tierchen? Die letzten 10 Sekunden. Kristalle 4 von 7. Nächste, es gibt wahrscheinlich verschiedene Karten, statt nur die eine. Exo, try to survive. Ja, ja. Ah, diesmal gegen Insekten. Und Reptilien. Das kesseln die uns ganz schön ein. Ist aber kein Radar, wo man jetzt mal sehen könnte, wo so ein Kristalldingens ist. Naja, da oben ist zumindest so einer.
Ah, hier ist schon die Karte zu Ende. Nightbar. Ah, da haben wir noch einen. Zurück zu alter Stärke mit der Laserkanone. Wieder nur 4 von 7. So, eine machen wir noch. Ja. Oh, wir sind ein Fisch. Okay. Sehr strange. Ist da wieder ein Kristall. Das ist eine Gitarre. Brauchen wir nicht. Aber das Zeug, was da von oben runterfliegt, kann uns wohl auch schädigen. Aber das ist schon mal was. Ja, da ist noch einer. Bam. Ui. Haben wir schon einige Achievements gekriegt. Also für 80 Cent kann man da echt nicht meckern. Für zwischendurch echt ein netter Spaß. Wir mal gleich noch sehen, ob es irgendwie eine Gesamtstatistik gibt, wo man, keine Ahnung, gegen seine Freunde duellieren kann. Wer die meisten Punkte hat oder so, ist mir natürlich ein Must-Have für so ein Game, was nicht ganz so viel kann. Immerhin 5 von 7. Ja, das war auf jeden Fall ein Mistake.
Könnt ihr euch mal reinschauen, ob es was für euch ist. Wie gesagt, gar nicht so übel für den kleinen Preis. Kann man es ruhig mal mitnehmen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald.